setzen. Wir möchten nicht die Kirche stürmen. Wir wollen Präsenz zeigen. Wir wollen vor diesem russischen Bau eine Kulisse zeigen, die natürlich auch indirekt auch dafür steht, was passiert. Heute muss sich die orthodoxe Kirche fragen, ob sie auf der Seite der Menschenrechte ist oder auf der Seite der Herrschenden. Das ist der Punkt. Und ich selber bin Christ und ich lege großen Wert darauf, dass man nicht gegen die orthodoxe Kirche demonstriert, sondern gegen Putin. Das haben Sie ja auch gesagt. Dann hätte sie. Wo sind die Tausende, die demonstrieren, wenn gegen zum Beispiel Rechtsradikale, was immer notwendig ist, auch gegen vielleicht Verbrechen in der Stasi-Zeit, wo sind die alle heute? Die müssen doch auch hier sein. Wir sind auch ein bisschen irritiert, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, so. Aber vielleicht.